Dante Veltino vereint alle Attribute eines Hauptbeschälers auf sich. Selbst erfüllte der bewegungsgeniale erste Reservesieger der Oldenburger Körung 2009 in Vechta seine geforderte Eigenleistung 2012 mit der Qualifikation für das Bundeschampionat des fünfjährigen Dressurpferdes. Im gleichen Jahr kam für den Glanzrappen die Anerkennung durch den Hannoveraner Verband hinzu. Auch mit seinen Nachkommen ist Dante Veltino in aller Munde. Sein Sohn de Supreme gewann überlegen das zweite Lothbergener Fohlen-Championat und war Top-Offerte der Fechter-Elite-Fohlen-Auktion. Dante Ferro, Lothbergener Champion 2011, wurde in Vechta für 29.000 Euro zugeschlagen. 20.000 Euro kostete der Dante Veltino-Sohn Damenball. Der Vater Danone 1 ist bis Inter 1 erfolgreich. Die Großmutter Verbandsprämienstute Rikones brachte den Springpferde-Bundeschampion und Badenia-Sieger Lumos und die Olympiateilnehmerin Staatsprämienanwärterin Rivera OLD. Aus der Urgroßmutter Ricarda stammt die Oldenburger Siegerstute Staatsprämien und Elitestute Riconda, Erfolgsstamm der Ricilda. Dante Veltino besitzt keinen Rotfaktor und kann keine Füchse zeugen.